Stay home lautet der Appell vieler Politiker und Prominenter in Zeiten der Corona-Krise. Aber was, wenn man kein Zuhause hat, so wie Obdachlose? Viele Hilfseinrichtungen zur Essensausgabe und zum Duschen sind geschlossen. Und wenn man keinen Ort mehr hat, an dem man wirklich sicher ist, kann die Corona-Krise zur Existenzfrage werden. Wie geht es aktuell Menschen, die auf der Straße wohnen? Ich treffe mich gleich mit der Sängerin Ali Neumann auf der Reeperbahn. Sie unterstützt die Petition Corona-Schutz für Obdachlose von Gobanio, dem ersten mobilen Duschbus für Obdachlose in Deutschland. Echt krass, vorhin am Telefon hat sie mir erzählt, dass sie Menschen begegnet ist, die seit mehreren Tagen nichts mehr gegessen haben. Auch heute ist sie wieder auf der Reeperbahn unterwegs und verteilt Essensgutscheine. Ich werde sie gleich begleiten und vor allem fragen, was eigentlich ihre Motivation ist. Selbstverständlich gilt es dabei auch für mich, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, so wie alle anderen momentan auch. Ali Neumann verteilt zusammen mit ihrer Schwester Feja Reiche auf der Reeperbahn Essensgutscheine an Menschen ohne Dach über dem Kopf. Und das schon seit mehreren Tagen. Was ist ihre Motivation? Liebe natürlich. Also uns geht es irgendwie gut in Deutschland. Wir haben auch die Kapazität, wir jetzt persönlich noch zu helfen. Und das wollen wir natürlich tun. Gestern haben wir Leute gefunden, die haben 10 Tage lang nichts gegessen. Die sind immer nicht aufgefunden worden von uns oder anderen ehrenamtlichen Leuten. Die beiden Frauen besorgen zunächst Lebensmittelgutscheine in einem Supermarkt auf dem Kiez. Also wir kommen jetzt von Penny und wir haben gerade Lebensmittelgutscheine gekauft. Das ist so ein bisschen die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben, ohne irgendwie selbst das Lebensmittel anzufassen. Und die Suppenküchen haben hier auch zu, damit können Leute sich jetzt selber was holen. Peppi heißt der erste Obdachlose, den Ali trifft. Haben sich die Hygienemaßnahmen verschlechtert seitdem? Total, weil alles zu ist. Du kannst nicht mehr, wenn du einen Euro auf der Tasche hast, auf ein öffentliches Klo gehen, weil auch die sind zu. Da steht immer, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Und da kannst du 5 Stunden hinlatschen und da steht ja immer noch, warten Sie. Es ist alles dicht hier. Über mangelnde Essensversorgung kann sich Peppi nicht beklagen. Hier fahren Hells Angels vorbei, geben dir Essen. Der Elbschlosskeller gibt dir Essen. Hier sind Leute mittlerweile aktiv, was du dir vorher gar nicht vorstellen konntest. Also Essen ist gesichert, danke. Was steckt hinter der Petition Corona-Schutz für Obdachlose von Gobanio? Die konkreten Forderungen sind der Gobanio-Petition eine dezentrale Unterbringung in Hamburg der Obdachlosen und vor allem einfach eine schnelle Lösung zu finden. Am allerbesten hilft man wirklich, indem man die Petition unterstützt. Die findet man auf change.org oder einfach Gobanio-Petition bei Google suchen, dann findet man das. Und wir hoffen, dass es ganz schnell eine andere Lösung gibt als diese hier. Ist das schlimmer geworden seit der Corona-Krise hier? Ja, auf jeden Fall. Es gibt, wie gesagt, keine geöffneten Tagesaufenthaltsstätten mehr, wo die Leute denn mal was zu essen bekommen oder wo die sich aufwärmen können. Und insofern ist also hier dringend Hilfe geboten. Und das kann auch nicht alles der Staat leisten, sondern da muss bürgerliches Engagement passieren. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Wie schützen sich Ali und Feja eigentlich selber vor dem Coronavirus? Also ehrlich gesagt probieren wir vor allem die Bedürftigen zu schützen. Also wenn wir jetzt diesen Mundschutz tragen, dann vor allem, damit wir nicht... Damit wir nicht die Gefahr eingehen, dass wir die auch noch anstecken. Unter einer Brücke treffen wir Cheyenne. Sie wohnt hier mit ihren 2 Hunden. Cheyenne, was hat sich verändert seit der Corona-Krise für dich? Weniger Leute. Also wir finanzieren uns überwiegend durch Spenden, durch Flaschensammeln, Schnorren halt. Und das fällt jetzt alles flach, weil du siehst, keine Leute unterwegs. Keine Biertrinker, also auch keine Flaschen. Oder was wünschst du dir für eine Unterstützung von der Politik? Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, also gerade mit Quarantäne. Und wir laufen dann dreckig durch die Gegend. Also anfälliger für Corona geht es ja gar nicht. Ich denke, gerade Hygiene ist wichtig, gerade bei so einem Fall. Und da sind wir natürlich außen. So, ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Das war echt eindrucksvoll. Mein Gefühl ist, dass es viele Ehrenamtliche gibt, die den Obdachlosen helfen mit Speisen und Getränken. Und die sind dafür sehr dankbar. Was allerdings komplett fehlt, ist
Hygiene. Und Hygiene ist nun mal wichtig, um zu verhindern, sich anzustecken. Die Obdachlosen richtig zu unterstützen, ist schwer. Denn obwohl man helfen will, kann es passieren, dass man das Virus an die weitergibt, die es am wenigsten gebrauchen können. Ali und ihre Schwester zeigen, wie es geht. Mit Mundschutz, Handschuhen und viel Liebe.